So, jetzt geht's wieder weiter mit Zone of Sand. Ich denke, glaube ich, auch der letzte Part. Also Zone of Sands Teil 2. Auf einem PlayStation 2. Und wir müssen jetzt den Mars bereit retten. Ui. Ah, genau, nur müssen wir im letzten Part getrennt. Aber irgendwie sind wir weg. Er wollte nicht mehr. Ich glaube, müssen wir hier rein. Den Riss. Und nicht kämpfen. Ada. Aumon chose me. By fusing Anubis, Aumon can become real. Look, the perfect fusion of Metatron, the destruction to end all! You wretch! What is he, Anubis? Okay, jetzt ist er gelb.
Okay, leicht rot. You sacrificed us. Understand? You killed my comrades. So what? Those scum died so ungracefully. I wanted to see it with my own eyes. They're waiting for you now. Wait. This is it! Do whatever you please. 180 remaining. But don't just wait to die. Remaining. 150.
created to destroy all. Party. Ada? Leo. I used Anubis. If Jehuti and Anubis were even, the ignition power would be even too. That thing is better suited for that role. Did I disobey orders? Never mind, Ada. What? It's okay. Use power for the right things. At least for the things that you believe in. So who's second hand? Your father. This time, make my body normal. Don't you like it as it is? That's way too big. You got it. I trust you. Das ist das Ende von
own of the ends. Nee, the Enders. So. Son of the Enders. Oh, ja. Ja. Ich finde persönlich den ersten Teil geiler. Das Ende ist beim zweiten auch cool, aber ich finde den ersten Teil immer noch geiler, weil die Story hat mich mehr gepackt als den zweiten. Ja. Aber ich würde sagen, ich laber nicht mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Abspannen. Nicht vergessen, sofort aus dem Mod, Däumchen hoch, Kommentar runterlassen. Und wir sind ins Morgen in ein neues Let's Play. Mal gucken, welches Spiel ich dann jetzt wieder bei der Retro-Slot auspacke. Und ja, das heißt also, wir sehen uns morgen in alter Frische. Also bleibt dran, bis morgen. Tschüss.
So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder mich noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!